Hey Leute und herzlich willkommen zum Euro-Report. Wir sagen euch, was ihr gucken müsst und auf jeden Fall verpassen solltet. Viertelfinale, Rückspiele, es wird richtig eng. Flippi guckt auch schon komisch. Los geht's! Euro-Report, Staffel 3, Folge 12. Shoutout Bayern München. Los geht's mit dem wichtigsten Spiel und das sind die Bayern zu Hause gegen Villarreal. Das gelbe U-Boot hat die Bayern versenkt. Wer hätte das gedacht? In Villarreal. Jetzt müssen sie in München zeigen, ob sie es sozusagen schaffen, ins Halbfinale einzuziehen oder nicht. Und Nagelsmann sagte, sie müssten ein anderes Gesicht zeigen. Aktuelles Gesicht? Wie wäre es mit diesem hier? Sieht toll aus. Mega wichtig für Bayern, für Nagelsmann. Für die Gesamtkonstellation der Galaxie, wir gehen rein. Wichtig. Das langweiligste Spiel, liebe Leute, sage ich euch ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Weil alle Ergebnisse waren super knapp. Warte, ich hole mal kurz meine Notizen. Ah. Hier, Eintracht Barca 1-1, Leipzig Bergamo 1-1, West Ham Lyon 1-1, Braga Rangers 1-0, Leicester PSV 0-0, Bordeaux Roma 2-1, Marseille PAOK 2-1, Feyenoord Sparta 3-3, City Madrid 1-0, Villarreal Bayern 1-0, Chelsea Real 1-3, Lissabon Liverpool 1-3. Das heißt, das langweiligste Spiel ist rein nach Ausschlusskriterium Liverpool zu Hause gegen Benfica Lissabon. Ist langweilig, ist eigentlich nicht langweilig, aber ist diese Woche das langweiligste. Versteht ihr? Das Jahrhundertspiel, Teil 2. Diesmal in Barcelona. Frankfurt, 1-1 Hinspiel. Und Leute, da geht doch was für die Franzosen, Frankfurter. Sie können Barca schlagen. Wer hätte das gedacht? Das wird richtig gut. Aber Vorsicht! Barcelona hat so junge Spieler im Mittelfeld. Ich hole mal kurz meine Notizen. Oh. Gavi 17, Pedri 19, Nico 20. Das geht. Und bei Frankfurt, So ist irgendwie Ende 20, Rode 33 oder so und Hasebe geht auf die 60 zu. Das wird richtig spannend. Donnerstagabend, der Showdown. Das lustigste Spiel, letzte Kategorie für heute, Leute, ist Atletico gegen City. Warum ist das lustig? Weil ich bin in einem Zwiespalt. Wie finde ich das? Atletico spielt so einen Kackfußball, die Mauer nur und City rennt an. Ich bin wirklich im Zwiespalt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du findest es voll schlimm. Fußball sollte immer nach vorne gespielt werden. Das schöne Spiel. Was labert der? Ist doch richtig geil. Fußball muss zerstören, kaputt machen. Diego Simeone, bester Trainer. Fang mal an, Crack zu rauchen. Puh. Ja, weiß ich nicht. Was sagt ihr denn? Soll ich anfangen mit Crack? Ist es gut oder ist das schlecht? Dieser Spielstil. Schreibt's mal bitte in die DMs. Bitte. Atletico City. Alles klar, liebe Leute, das war es auch schon wieder vom Euro-Report. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, dann zum Halbfinale-Hinspiel. Mal gucken, wer dabei sein wird. Schaltet ein, seid dabei, abonniert die Kanäle. Ansonsten klaue ich euer Trikot. Shoutout Hertha BSC.